Das ist doch ein schöner. Nein, überhaupt nicht. Ach, jetzt geh ich feier. Das ist doch ein schöner, fester Klotz. Also komm, das ist doch herrlich. Schau die Ecken, wie schön das rausgearbeitet ist. Aber schau doch mal die Treppler an. Bist du wahnsinnig? Das erzählt doch eine Geschichte. Ja, aber was da gehst du von unten über die Treppler hinauf durchs Tor, ja, und dann... Aber das Tor ist zu. Ach komm jetzt, das ist was Besonderes. Schau dir halt einmal um, da fällst du auf, ja, da. Aber auffallen brauchst du jetzt halt auch nicht mehr. Ach, das ist ein schönes, sauberes Design. Ja, aber darüber lässt sich streiten. Ja, also na. Na, ne? Na, also, eher, ja. Der Anfang von einem Grabstein beginnt im Steinbruch. Hier wird der Watzeldorfer Burgsandstein oder Nürnberger Quarzit abgebaut. Die Grabmale von Albrecht Dürer und Veit Stoß sind aus dem Material gefertigt, wie auch viele andere historische und moderne Grabzeichen. Also mein Name ist Bernhard Hirschbeck, bin Steinmetz Steinbildhauermeister, Restaurator im Steinmetzhandwerk und ja, leidenschaftlich mit dem Stein verbunden. Bei diesem Grabmal ist die Idee gewesen, das um einen Bezug zu einem Verstorbenen darzustellen, der es beim Tauchen verunglückt, dass man eintaucht in das Material, in den Werkstoff, und von der Seite wird das Glas matt geschliffen. Das ist also das Objekt innen nicht zu erkennen. Erst wenn man von oben reinschaut, dann wird es so sein, oder hoffe ich, dass man das Ornament dann erkennt, wie ein Meeresboden, wo man drauf schaut, wo Pflanzen, Fische oder Muscheln zu sehen sein werden. Mein Name ist Tom Heiden, ich bin Künstler, stelle individuelle Grabmale her, sogenannte Epitaphien aus Bronze. Es handelt sich dabei um eine alte 500-jährige Tradition, die hier anhand dieser Werkstätte weiterlebt. Ja, warum ist es mir persönlich so wichtig, bei der Herstellung von Grabmalen auf die Individualität zu achten? Wenn man zu einer Grabstätte kommt, will man sie erinnern, man will trauern, man will irgendwas vorfinden von diesen Menschen. Hallo, mein Name ist Michael Gärtner. Ich bin Steinmetz- und Steinbildhauermeister und Techniker und Restaurator, also so ein Natursteinspezialist, und arbeite bei der Stadt Nürnberg als Grabmalberater. Das bedeutet, ich bin für alles zuständig, was mit Grabsteinen zu tun hat. Hier sehen wir ein sehr individuelles, natürlich gestaltetes Grabmal aus aufeinander gestapelten Steinen und oben auf einer Kristallkugel, die optisch die Welt auf den Kopf stellt und damit den traurigen Effekt des Todes symbolisiert, der auch das Leben der Hinterbliebenen auf den Kopf stellt. Auch hier eine sehr schöne Form, das Grabmal aus einheimischem Kalkstein auch gefertigt. Der Kreis ist ja eine der perfekten Formen quasi in der Gestaltung und symbolisiert vieles, den Kreislauf des Lebens, das vollkommene und wunderschöne Grabmal. Und letztendlich sieht man auch da ganz schön, dass es bei der Gestaltung letztendlich darauf ankommt, was die Hinterbliebenen für Empfindungen haben und was sie zum Ausdruck bringen möchten. Also der Gestalter muss jetzt nicht seinen eigenen Geschmack spiegeln, sondern man muss eben unter Einbeziehung der Regelungen, die auf dem Friedhof herrschen, also die Grenzen, die quasi die Grabmalordnung vorgibt, versuchen, das Möglichste zu gestalten. Das Grabmal ist ein Grenzstaat zwischen Leben und Tod. Das kann was erzählen, ein Geschichtler vom Menschen, dessen Sterbliches da unten liegt. Jedes Motiv, jede Form mag deshalb was mit Menschen zum Tun haben, für dessen Leben ein Grabmal einen Schlussstab bilden dauert.